Fernsehen macht blöd. Ja, hallo, ich bin Wilson González Ochsenknecht, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich bin heute zu Gast bei Onkel Bernies Butze. Steht da. Und zudem haben wir heute noch in der die neue Ausgabe des perversesten Format auf YouTube. Pornostars. Und außerdem die Weltpremiere der epischsten Folge von Epic German Mealtime. Ganz wichtig, es war so markiert, deswegen muss ich es sagen. Und Jonas Praktikum im Shitshop, wo wir sehr gespannt sind, ob er überhaupt auch arbeiten kann, wirklich in der normalen Welt. Und was haben wir noch? Ah ja, hier, YouTube Newcomer, White Titty mit ihrem Lieblingswitz der Woche. So, aber ich muss jetzt auch mal kacken, ich gehe da jetzt drin. Es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Zeit für Onkel Bernies Butze. Wir haben Bock auf euch und wir hoffen, ihr habt Bock auf uns und Bock auf Late Night auf YouTube. Wir haben Bock darauf. Hast du Bock? Hey. Super. Da ihr auch so viel Bock habt, könnt ihr damit ihr nächstes Mal nie mehr wieder was verpasst, abonnieren zum Beispiel oder kommentieren, dass ich bitte diese Brille absetzen soll oder diesen mega dämlichen Hut, aber es ist ja nur mal so eine Art Karneval heute. Oder die Welt verändern. Oder die Welt verändern wollt, dann schreibt das bitte hier unten. Und schon sind wir mitten in der Sendung. Es geht direkt los. Wir haben uns die letzte Nacht mal wieder zusammen mit Wilson in den Arschblatt gesessen und Videos rausgesucht, die wir witzig fanden. Ja, und die von Wilson können wir leider nicht zeigen, weil die sind alle. Ja, Wilsons Videos sind alle irgendwie nicht jugendfrei, ne? Die du so. Ja, also schon echt hart. Ja. Deswegen gucken wir zicke-zacke, oi, 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 jetzt den ersten Clip der Woche. Bitteschön. Lass mal hören, wie ist denn die Stimmung? Zicke-zacke. Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Also es ist schon übel. Es ist, hip, hip? Aber es ist schon echt schon... Ist das hip? Hip, hip, hurra! Ja, muss man dann. Ja. Ne? Die Leute denken, man muss es einfach das vervollständigen. Aber der Schluss ist jetzt nicht so hip. Das darf man nicht. Das darf man in Deutschland nicht so skandieren, oder? Ja, aber was ich auch wirklich... 1973 stand da, glaube ich, gerade. Ne? Da haben die Leute noch drüber gelacht. Vielleicht ist eine andere Generation. Das sind zwei andere, das sind drei, das sind... Einige Generationen. Da ist einiges passiert, wir lachen darüber nicht mehr. Ja, aber jetzt kommt ein Baby. Wir lachen über sowas. Da passiert ein kleiner Unfall mit einem Hund. Lydia, come over here. Look at Grandma. Walk to Grandma. Or walk to the chair. Just walk somewhere. No, Mom. Scheiße gelaufen. Ja. Taufe muss sein, ne? Scheiße Taufe. Ne? Ich glaube, ich edde die Mutter. Kannst du das mal machen? Welche kurz? Eltern machen Ich bin sowas, bei Facebook eingeloggt. So, und jetzt kommt ein Mann, der denkt, er kann fliegen, aber nur ganz kurz. I believe I can fly. Nee, doch nicht! Das Geile ist, er wollte ja nur oft in die DDR. Denkst du, denkst du das auch manchmal, dass du fliegen kannst? Kommt drauf an, wann. Ja. Und dann direkt wieder bumm? Ja. Also ich kenne das. Also ja, ich habe das schon mal erlebt auf jeden Fall, aber schon lange her. Kennt ihr auch so Momente, wo man denkt, boah, jetzt bin ich richtig cool und dann geht's schief? Im Späti? Ja, also das kann passieren. Das beweist Tür uns auf, Mann, ich komm rein. Das beweist uns dieser Mann jetzt hier genau, wie es geht. So macht man's.
Sehr gut. Aber wetten, cool sein. Kannst du gleich hier so auf die Couch kommen? Aber sowas passiert auch nur den Menschen, die vorher denken so, ey, ich spring da jetzt rüber, verdammt cool. Genau. Und denen es dann ordentlich aufs Maul. Genau. Mir ist das auch schon 300 Mal passiert. Ja, siehst du, so ist das. Das ist bei uns cool so. Ich mach das jetzt mal auch ungefähr, ich will jetzt cool auf die Couch gehen und dabei lege ich mich einfach mal aufs Maul, ja? Ja, das kann springen über den Tisch. Nee, ich mach es einfach so. Hi! Ja, und schon sitze ich, ja? Hast du halt gerade noch gerettet, wa? Ja, gerade eben ging es noch. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Um andere Sachen, aber jetzt geht's um das, was ihr da draußen wollt. Ja, wir haben einiges an Kommentaren gehabt. Wo ist Epic German Mealtime? Und hier, ja, und jetzt ist es soweit. Eine neue Folge Epic German Mealtime. Wir kochen das Happy, Happy Meal. Und Happy bedeutet riesig. Mats ab! Fernsehen noch blöd. Limo. Oh, es geht los. Das ist eine weitere Folge von Epic German Mealtime. Wir waren gerade bei McDonald's. So, wir gehen Essen einkaufen. Lecker, lecker. Und wir wollten einen extra Happy, Happy Meal. In riesig. Gibt's das? Gab's nicht. Ach so, gibt's nur in einer Größe. Dann müssen wir das selber machen. Also haben wir Burger gekauft. Dann nehme ich 15 Cheeseburger, 2 Hamburger und 2 Veggie-Burger. Rockt. Und machen unser eigenes Happy, Happy Meal, ja? Qualitätscheck. Wir haben ohne Ende Hack, wir haben einen ganzen Haufen Käse extra für Theo, wir haben Cola, wir haben Pommes, Ketchup. Wir haben Pommes, die man noch nicht sieht. Und wir machen das Ganze in riesig groß. Denn Happy, Happy bedeutet riesig. Los geht's, Theo, Schinken. Schwarzwälder in den Ofen, Happy. Wir wickeln Wiener Würstchen in begrünten Blätterteig. Daraus werden unsere extrem spezial Riesenpommes, Happy. Leberwurst-Sauce. Nichts macht Jonas Mann glücklicher als Leberwurst-Sauce. Toast mit Milch in den Bart. Mehr Milch von glücklichen Kühen. Dazu jede Menge Hack. Happy, happy. Schuss Leberwurst? Nein. Fette Burger braucht man ganz, ganz, ganz viel glückliches Hack. Happy, happy, da ist es. Jetzt geht's ab in die Pfanne. Der erste Burger brät in der Pfanne und wir sind jetzt schon so verdammt happy. Boah, was geht mit dem Pommes? Boah, Bergpommes. Wenn die nicht mal happy sind, die Pommes. Gut. Oh, die heiß. Oh. Es wird Zeit, einen Burger zu erschaffen. Einen Burger, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Einen Burger mit 2 Kilogramm Hack, mit Käse, Spaß. Niemals nachmachen, Kinder, niemals. Mit jeder Menge Cheesies, mit Schwarzwälder Schinken und mit noch mehr Hack. Das ist der Burger, der so happy ist, dass sogar eure toten Tanten schmunzeln müssen, ihr F***er. Wir haben den glücklichsten Burger der Welt. Wir haben riesige Extra-Spezial-Pommes. Und wir haben einen Eimer voll Coke. Das ist das Happy, Happy Meal, ihr F***er. Guten Appetit. Da haben wir doch was vergessen. Das, was erst einen Burger so richtig happy macht, ja? Nämlich das obligatorische Scheibchen Gurke. Happy. Geht? Ja, läuft. Ein schönes Stück. Läuft. Oh. Wir haben Burger und Pommes. Wir haben einen verschissenen Eimer voll Cola. Das ist Happy Mealtime. Ihr Ficker. McDonald's kann sich f***, ihr f***. Das war Epic German Mealtime. Nächste Woche fressen wir einen Keilriemen, ihr f***. Das war happy. Sehr, sehr lecker. Andere Sache. Wir haben letzte Woche abstimmen lassen. Wollt ihr Onkel Bernies Butze als Ganzes in einem Clip sehen? Oder in 3 Teile zerstückelt wie in den letzten beiden Sendungen. Ihr habt abgestimmt und ihr habt euch entschieden für 1 Teil. Das finde ich großartig, weil 1 Teil, das groß ist, ist vielleicht besser als 3 kleine Teile.
Die machen da hinten Quatsch. Aber das stört mich halt gar nicht, weil hier sind eh mal viele Leute und ihr könnt nämlich auch mal mit dabei sein. Nächste Woche zum Beispiel, da haben wir Fresh-Haltefolie, Fresh-Torge zu Gast und ihr könnt hier mit in der Butze am Start sein. Das Einzige, was ihr müsst hier unten kommentieren, warum gerade ihr hier mit uns abhängen müsst. Vielleicht ist Wilson auch noch da, mal sehen. Und wir würden uns freuen oder wir freuen uns wie immer über jeden Kommentar, der kommt. Und umso verrückter vielleicht seid ihr dann nächste Woche hier. Also hier hinkommen müsst ihr natürlich selber reinkommen, lassen wir euch ganz, ganz gratis umsonst. Dann haben wir mal wieder was ganz Schönes und diese Frage, die ich mir immer stelle, warum ist diese Eiche so pervers? Ich weiß es immer noch nicht ganz. Deswegen haben wir mal geguckt, wie sieht das denn aus, wenn sie zum Beispiel Möpse anfasst? Anstrengend, aber geil. Ja, sehr schöne Möpse, die Aisha da gestreichelt hat. Sehr schön, auf jeden Fall. Wunderschön. Ja, wunderschön. Ja, und jetzt sind wir hier, sitzen auf der Couch mit Wilson. Das bedeutet, es geht zum Talk. Und jetzt, ab jetzt, wirst du behandelt wie jeder andere Gast. Das heißt, für die Leute, die ihn nicht kennen, gucken wir uns jetzt mal kurz eine Matz an. Bitteschön. Fernsehen noch blöd. Na, der gebe ich mal einen Drink aus. Ja? Ja. Hey, Jungs, der gibt dir einen Drink aus. Das tut mir aber leid. Wir hatten alles erreicht. Aber nach jedem Sieg wartet eine noch größere Herausforderung. Was ist mit dir los? Was, wenn beim nächsten Kampf dein eigener Bruder dein schlimmster Feind wird? Peacefinger, Raucherfinger, Zeigefinger, Finger des Todes. Hier Einzelfeuer, Doppelfeuer, Feuerstoß. Da haben wir ja jetzt gesehen, was du so getrieben hast bis jetzt so in deinem Leben. Kleiner, ne? Teil. Ja, einen sehr kleinen Teil davon. Da geht noch mehr. Ich habe ein bisschen was durchgemacht. So. Jetzt wird's ernst, ja. Also die Entwicklung vom quasi Teenie-Star. Ja? Als du selber noch Teenie warst, warst du ja auch schon Ich Star bin immer noch Teenie. Ja? Ach so. Ich will niemals erwachsen werden. Ich bin der moderne Peter Pan. Ah, okay. Aber du bist in der Wahrnehmung der Menschen vom Teenie-Star jetzt zu was geworden? Ja, du treibst dich rum mit allen möglichen Leuten. Ja, du bist quasi jetzt einer der Vorzeige-Berliner jungen Leuten. Aus München. Aus München, ja. Aber hat sich eingebürgert hier heimlich in Berlin. Und fehlt dir das ein bisschen? So dieses Teenie-Star-Dasein, Mädchen im Vorgarten, die kreischen und Feld aufbauen? Nee, eigentlich überhaupt nicht. So, ich muss sagen, es war echt eine geile Zeit, weil man halt einfach wirklich so jedes Jahr mit 12 Jahren und 14 Jahren hast du Sommerferien gehabt und dann bist du halt mit 10 Kids in deinem Alter in Camp gefahren und dann hast du noch währenddessen irgendwie 5 Stunden am Tag gedreht, weil länger durftest du ja nicht. Stimmt. Und den Rest bist du Go-Kart gefahren, hast Modellflugzeuge gebaut oder hast allen anderen aufs Maul gehauen. Und, das klingt sehr gut. Und also eigentlich quasi Sommerferien hoch 10. Das war echt geil. Also, hat Spaß gemacht, ja. Ja, auf das jeden Fall. Aber gefällt es dir jetzt auch hier? Nee, ist halt nicht so wie. Also, wir hatten halt damals in den Camps einen See und konnten angeln und es war aufgeräumt und wir hatten Betreuer, die auf uns aufgepasst haben. Ja, Betreuer hast du ja das auch. Haben wir, ja, aber jetzt ist es ja was anderes. Ne? Ja, das stimmt. Weil, Ja. Aber das war eine gute Zeit, auf jeden Fall. Geil, das ist cool. Die Zeit war super. Und irgendwann merkt man dann so: ach krass, so ein Feriencamp, diese Ausflüge werden dann auf einmal doch irgendwie so zu deinem Hauptberuf, ne? Ja.
und denkst so, krass, damit verdienst, kannst du Geld verdienen und so. Und dann merkst du so, okay, ich habe da auch Bock drauf. Ja. So, und dann fängst du halt Ausbildung an. Und dann, ne, dann warst du in Amerika. Dann war ich, ja, genau, dann war ich in Amerika, hab da ein bisschen so Filmschule und so gehabt. Und war das eine Zeit, die dich geprägt hat, Amerika? Weil das ist, ich kenne das von Freunden von mir, die halt Austausch, Schüleraustausch gemacht in haben. In London oder in Salem oder Rosenberg. Oder auch in Amerika. Ja. Und das war für die Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, sehr prägend. War das bei dir auch so? Bei mir war es super geprägt. Like a mouse. Weil, nee, ich habe halt dort in der Schule, habe ich halt alle, das Basiswissen von einem Film, vom kompletten Film halt kennengelernt. Also Beleuchtung, alles. Regie, Schneiden, nee, Schneiden habe ich ausgelassen, weil Schneiden ist echt krass. Das ist ja, da sitzt man nur vom Computer. Ja, kacke. Oder Ton, das ist auch genauso kacke. Hier, das ist nee, aber Kamera und sowas, und das hat mich halt voll interessiert. Und als ich dann so wusste, so okay, wie es halbwegs läuft, habe ich auch abgebrochen. Willst du auch mal irgendwie, willst du auch mal Regie machen irgendwann? Oder? Ja, so mit 25. Also jetzt noch ist nicht. Mehr so ich lasse mir noch. Ach ja, stimmt. Ja. Nee, aber keine Ahnung. Also mich interessiert alles, aber ich lasse mir da noch komplett Zeit. Also lässt die Sachen auf dich zukommen. So. Ja, easy. Okay, cool. So, du wohnst ja, wie wir alle wissen, aktuell bei Papa, ne? Ja, das ist richtig. Wir sind eine, die Männer-WG. Ihr seid jetzt eine, habt jetzt eine Ochsenknecht-Männer-WG. Und wie, weißt du, das ist einfach auch witzig. So, wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr auch Homies dann? Oder ist das richtig Mama-Papa, also Papa und Sohn? Oder ist das... Na, ist halt so wie, wie damals, so als wir 14 waren. So, du hast dein Zimmer und bleibst auch den ganzen Tag drin und willst auch nicht raus. Und willst auch gar nicht mitessen. Und wenn du mitessen willst, schiebst du dir die Pizza einfach nur in den Ofen und wartest, bis es klingelt und holst sie dann. Aber hängt ihr mal zusammen vom Fernseher, ja, trinkt ein Weinchen zusammen? Oder? Nee, wir schauen auch ab und zu Filmchen zusammen und so. Wie seine, also lustigerweise mögen wir ja Filme und schauen halt ab und zu auch Filme zusammen. Und ja, so. Okay, aber es ist nicht so, dass du dich quasi zurückversetzt fühlst. Doch, ja, doch ist komplett. So. Ja? Du bist jetzt wieder der kleine Wilson. Ja. Voll. Aber da bin ich selber schuld, weil ich einfach nicht pünktlich genug eine neue Wohnung gefunden habe. Ja. Aber, ja, aber du weißt, hier ist ein Bett, ne? Also wenn du zur Not mal... Hm. Ne, also ich überlegst mir, dir. Ne? Ich habe mir ja überlegt, so, wenn, eigentlich, wenn jetzt noch Jimmy irgendwie auch noch einziehen würde, dann könnte man eigentlich eine, so quasi à la The Osbournes so eine Reality-Soap über euch machen. Die Osbournes. Die Osbournes. Wärt ihr nicht perfekt dafür, wärt ihr nicht dafür geeignet? Oder stell dir mal vor, wir hätten schon mal diese Anfrage gehabt. Bestimmt. Ja, hatten wir, aber zum Glück dankend abgelehnt. Sehr schön. Ja. Ist dann doch zu viel, ne? Ja, weil... Ja, weil zu Hause so, will man doch die nicht haben. Oder? Damit kannst du ja nicht irgendwie die nächsten 50 Jahre von leben. Ja, so, das stimmt. Ja. Brauchst du auch einen Beruf. Ja. Und hier die Leute da draußen, ne, die interessiert das auch, dein Bruder, ne? Versteht ihr euch? Seid ihr dicke miteinander? Krass, dass du das fragst, weil das fragen mich viele. Ja, natürlich. Das liegt ja auf der Hand. Man glaubt es aber auch gar nicht, ne? Weil Jimmy ist halt das komplette Gegenteil von ich. Von mir. Ja. Von ich. Und nee, Jimmy ist halt voll Hip-Hop und ich bin halt voll so, ich höre halt so Rockmusik und so. Und aber häng auch mit ganz anderen Leuten rum. So. Ja, und jetzt reden wir über das, was gerade anliegt, nämlich dein neuer Film, ja, wo du am Start warst. Quellen des Lebens heißt er. Und bevor wir darüber reden, gucken wir uns eine kleine Matz dazu an. Bitte schön, Quellen des Lebens. Fernsehen noch blöd. Weißt du schon, was du später mal werden willst? Künstler irgendwie. Du? Zuhörer. Apropos einlochen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal einlochen. Ja, so sieht's aus. Das ist quasi ein Film über. Ist eine Autobiografie des Regisseurs. Des Regisseurs, der es auch gedreht hat. Ja. Okay, und du spielst den besten Freund von quasi dem Regisseur in seiner Jugendzeit. Genau, in der Schulzeit so. Und ja, ich werde halt später Zuhälter werden und
weiß, wie man Frauen aufreißt. Also das komplette Gegenteil von mir eigentlich. Ach so. Ja. Okay, und das, ich meine, das ist echt, ich hab mir den Trailer angeguckt und ich habe gedacht, boah, ey, deutscher Film. Aber es ist schon, es ist ein schönes Bild, das ist gar nicht so sehr typisch deutsch quasi, nee, die Machart nicht. Des Films. Ja, überhaupt nicht. Aber auch Oscar ist halt auch einer der wenigen Regisseure, die wir in Deutschland haben, die sich wirklich was trauen und auch mutig sind, es zu tun. So wirklich drauf scheißen. Weil es gibt halt viele Regisseure, die schreiben halt Filme so, weil sie aufs Publikum achten müssen. Okay. Also so, ey, das Publikum kann nicht traurig jetzt aus dem Kino laufen und so, wir müssen ein Happy Ending reinschreiben und so. Til Schweiger. Zum Beispiel, ja. Oder Til Schweighöfer. Ja. Und, ja, aber die haben ihre eigene Art von Film natürlich, okay, ja, und klar. Sowas. Ist jetzt nicht so mein Geschmack persönlich. Ja. Aber ich mag halt mehr so die Art von Filmen, wo du denkst so, Alter, ernsthaft jetzt? Passiert es da wirklich gerade so, wo du dir so am Hinterkopf kratzen musst? Und mal Gedanken machst auch ein bisschen. Ja, cool. Und so ein Gedenkanstoß, so ungefähr. Und das macht halt, und das sind halt auch die Art von Filmen, die ich sehr gerne mag. Und Oscar ist halt wirklich, also in Frankreich hast du 10 Regisseure und da gehen auch dann Millionen Leute rein in den Film. Und bei Oscar ist es halt so, tja. Der ist halt Oscar und hat jetzt einen Film über sich selbst gedreht. Nee, er ist halt Oscar. Und Oscar ist wirklich Elementarteilchen und so. Ja, wie war das mit den, da war ja, ist ja auch hochkarätig besetzt, wenn man das so sagen darf. Da ist ja Moritz Bleibtreuer, Jürgen Vogel. Aber hast du denn konkret... Du, genau, natürlich. War das cool? Nicht hier. Aber hast du den, ich meine, wenn es gab ja verschiedene Zeiten, wie du gerade gesagt hast, in der Jugendzeit hast du da gespielt. Warst du denn da überhaupt, hast du da so krass Kontakte auch zu den anderen? Lustigerweise, alle... Die, also alle, die irgendwie einen Namen haben, also Moritz, Jürgen, Merit, Kostja Ullmann und so, die haben alle gar nicht zusammen gedreht. Ja, weil jeder hat in einem anderen Jahrzehnt gedreht und so. Okay. Aber ich kenne halt Jürgen schon echt ziemlich lange durch meinen Vater, komischerweise. Und bei Moritz irgendwie, den habe ich 95 kennengelernt bei Dreharbeiten mit meinem Vater zusammen. Da hat er meinen Milchzahn gesucht, den ich verloren habe, meinen ersten und so. Okay, du ich saß bei dem auf dem Schoß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch Windeln getragen habe. Nee, aber ich kenne ihn wirklich lange. Und vor allem das Lustige ist halt so, es gibt... Also die Kombination aus Kollegen und sowas, dass sich alle verstehen und wirklich miteinander irgendwie Witze reißen können und so, ist halt, also wir sind alle gleich, wir sind alle auch normale Menschen. Okay, und jetzt ein sag nochmal ganz kurz, wann ist der Film im Kino? Und der Film kommt am 14. Februar. Und warum sollte man da reingehen? Weil er scheiße ist. Weil er scheiße gut ist. Also der Film ist wirklich geil und man lernt auch über die Geschichte der Nachkriegszeit zum Beispiel, Wirtschaftswunder etc. und sowas. Okay. Also es gibt also alles auch noch mit. Was zu lernen. Es ist nicht nur Unterhaltung, es gibt auch noch was zu lernen. Okay. Und auf der Website kann man sich übrigens so Schuldokumente runterladen und so, und dann kann man das noch in der Schule durchnehmen und so. Ach so, das ist ja wunderbar. Geil, oder? Ja, mach das bitte. Und jetzt musst du noch was ganz kurz erzählen zu deiner quasi Charity-Tätigkeit. Ja? Und zwar bei One Warm Winter. Erklär mal ganz kurz, was ist das Projekt und was ist deine Aufgabe? Warmer im Winter ist eine Kampagne, wo ich vor einem Jahr angefragt worden bin von Muschi Kreuzberg Jungs, einfach mitzumachen. Und ganz kurz, Muschi Kreuzberg ist ein quasi Modelabel aus Kreuzberg. Ja, wie witzig. Muschi-Label. Ja. Ist eine Muschi aus Kreuzberg. Und wurde ich halt vor einem Jahr gefragt und so. Und dann war ich halt bei Wer will Millionär und habe irgendwie auch noch ein bisschen Geld gewonnen. Und dann habe ich so gemeint, so, ey, lass mal zusammenarbeiten und wirklich den Leuten, die auf der Straße sind, also helfen, Jugendliche, Obdachlose etc. Und Warm und Winter gab es halt schon und deswegen haben wir damit wieder angefangen und ich habe halt dann irgendwie meine Kumpels gefragt, hier Fitti, Martin, Materia, Jennifer und sowas, dass sie alle mitmachen, um wirklich auch junges Publikum anzusprechen, weil einen Euro hat ja jeder irgendwo. Ach, krass, du hast das quasi so ein bisschen initiiert, dass das ganze Ding... Ja. Ich habe das auch gesehen mit Fitti, hier das Plakat hängt ja auch gerade hier rum. Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass du das auch so ein bisschen angeschoben hast. Cool, gute Sache. Also, ich verstecke mich da zwar ein bisschen dahinter, aber lass es raus. Wir haben halt... Also, du hast echt das Geld quasi aus von Wer wird Millionär komplett was? Hast du aufgeteilt? Also, nee. Also es wäre schon echt viel. Okay. Aber, wie viel hast du gewonnen? Eine halbe Million. Ja. Mit meinem Vater. Scheiße, dass du bei der Promi-Version dabei warst. Ja. Oder? Sonst und ich habe mir gedacht, so, okay, ich gründe jetzt einfach eine Stiftung und sag das Geld selber ein.
Ja, perfekt. Das wie das alle anderen machen. So, Talk ist zu Ende offiziell, jetzt ist er wieder Homie. Und jetzt gehen wir an den Computer und machen das, was wir am liebsten machen, nämlich reden. Scheiße im Internet durchlesen. Oder? Ja. Wir haben da was Kleines vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen diese Seite kennt. SMS von gestern Nacht. Da kann man sich die peinlichsten oder auch lustigsten und schönsten Erlebnisse von Menschen angucken, die morgens aufwachen und ihre SMS durchgucken, was von in der letzten Nacht so passiert ist. Hier, du darfst sogar sitzen. Ja? Boah, krass. Und jetzt geht's los. Die erste Nummer. Okay. Wir lesen den Fall verschiedenen Rollen. Bitte schön, Schauspieler. Okay. Ja. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Soll ich ihm noch mal eine Chance geben oder nicht? YOLO! Danke, Mama. Das hilft mir weiter. Sehr gut. Ja, schon mal schön. So. Der nächste. Weißt du, was scheiße ist? Wenn dir eine Frau nach den Worten bitte nicht erschrecken den Daumen in den Arsch schiebt. Das ist auch nicht so gut. Arschloch. Und noch einer? Okay. Hilfe! War gerade in einer Dreier-Frauen-WG. Zwei von den drei Frauen sind ziemlich geil. Was soll ich bloß tun? Ich habe gehofft, sie wären hässlich. Nimm sie der Reihe nach durch und spiele sie danach gegeneinander aus. Und lass dich bekochen. Du bist so ein guter Vater. Ist das eine Szene von euch zu Hause? Könnt ihr das so? Könnt ihr so? Ja. Sehr gut. Bloß haben wir nur Haustiere. Ach so, scheiße. Wie heißen die? Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur mein Zimmer. Okay, noch eine und dann sind wir durch. Fuck, krasser Abend. Ich war so dicht. Sorry, hab's voll vercheckt. Ihr wolltet ja bei mir pennen. Seid ihr untergekommen oder noch unterwegs? Du Vogel. Du hast uns gestern noch die Tür aufgemacht und weitergebumst. Wir sind in deiner Küche. Ich hab gebumst. Ich fand es schon witzig. Also, ich mag die auch. Ja, Applaus. Wir fanden es witzig. Ja, ich fand es sehr witzig. Ja, aber das passiert tatsächlich, oder? Ja. Solche Sachen. Ja, die dann auch, oder nicht? Okay. Ich will jetzt gar nicht nachgucken. Theo hat einen neuen Pullover und zu diesem Pullover gibt es eine kleine Geschichte, ja? Denn ich war letzte Woche nicht nur hier in der Butze und habe unsere Praktikantin betreut, ja, Bonnie Strange, sondern ich war auch bei ihr in ihrem Shitshop und habe dort ein Praktikum gemacht. Jonas Mann macht Praktikum! Mats ab, bitteschön! Fernsehen macht blöd. Hallöchen, Popöchen. Ihr erinnert euch an Sendung 6, Bonnie Strange? Ja, da steht noch was aus. Ich muss ein Praktikum machen und zwar genau hier im Shitshop. So, ich bin der neue Praktikant. Wo ist die Arbeit? Oh, da oben. Komm, wir machen eine Doppelumarmung so. Hallo. Hallöchen. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Also hier gibt es bestimmt die kleinen Klamottenregeln und die müssen wir befolgen. Wäre das okay für dich, wenn du ein Outfit? Ja, wenn ihr was vorbereitet habt, ja, dann her damit. Ja, ja. Ich ziehe mich um. Outfit. Au. Outfit. Das ist mein Outfit. Ja. Die Toilette ist dort, da kannst du dich schnell umziehen. Könnte ich auch privat tragen, überhaupt kein Ding. Ihr braucht mal einen vernünftigen Praktikanten. Ah, hier, Picobello, die Ecke ist sauber, ich sag's euch. So, fertig geputzt. Was sagt ihr zu meiner Arbeit? Jonas, wir haben jetzt hier verschiedene Bräunungscremes und sechs verschiedene. Wir haben alles im Sortiment, wir müssen das testen. Ätzt die Haut oder ätzt die nicht. Okay, machen wir mal schön braunes Bein. Ich weiß nicht, was sie hier mit mir machen. Brown Leg, White Leg, Double Leg, Vanille und Schoko. Open your eyes. Nee, geht ja nicht. Das fließt mir dann da rein. Nein. Trau mich nicht. Du kannst es auch. Jetzt wollen diese beiden Ladies mir irgendwie irgendwas blondieren. Los, macht einfach. Ich guck nicht hin. Oh, stinkt das. Unsere YouTube-Kollegen von Enter Berlin sind auch heute hier, ja? Und ey, wenn ihr Bock habt irgendwie auf so Behind the Scenes, so, wenn ihr was über den Shitshop, wenn ihr mal wirklich sehen wollt, was hier abgeht, guckt euch mal auf Enter Berlin den Beitrag an. Ja. Jetzt haben wir uns überlegt, wir haben nicht so viele Kunden heute, weil es Montag ist und es ist ein bisschen leer. Und deswegen dachten wir, schicken wir den Jonas zum Flyer verteilen, oder? Was? This is a lot of flyer for the shit shop. I will verteile this now. Hallo.
Wollt ihr einen Flyer vom Chipshop? Shake that booty, shake that booty. Come to the Chipshop and have some fun. Find crazy things like me. Shake that booty, shake that booty. Shake that booty, shake that booty. Ja, jetzt bekommst du noch, weil du auch so toll gearbeitet hast heute, bekommst du ein tolles Tattoo von Laura geschenkt. Als Belohnung, ne? Als Belohnung, ja. Ja. Und das macht die Laura dir jetzt. Ist auch ich darf mir aussuchen was, ne? Du darfst dir aussuchen was, ja. Ja, dann hätte ich gerne The Shit Shops Bitch. Geil. Oh, dude, Alter. Drückst du da irgendwie fester als bei den anderen Stellen? Ja, ne? Machst du, ne? Oh, mein erstes Tattoo! Ach nee, mein 12. Tattoo! The Shit Shops, Bitch! That's what I am! Richtig geil. Nobody, officially. Officially bin Shit Shopped. Das war ein unglaublicher Tag! Ich war zum ersten Mal Praktikant in meinem Leben und zwar in dem besten Shop der Welt, im Shit Shop. Ja, und jetzt, ich habe eine Tätowierung, ich habe einen neuen Look, ja, mein neuer Look gefällt mir super. Wenn ihr Bock habt auf Bilder, behind the scenes, enter Berlin oder ich sag mal enter Berlin, ja, klickt enter Berlin und dann könnt ihr sehen, was hier noch so, was mit diesem Shop hier überhaupt los ist, wo ich hier überhaupt bin und was hier so... Hast du das wirklich gemacht, Jonas? Ja, klar. Bitte hier, zeig mal bitte, dass er wirklich hier, bitte nicht diese Haare beachten, aber... Du bist eine scheißgeschäftliche Schlampe. Ja, es hat natürlich ein bisschen... Du wolltest mir... Ah, ja, schön. Es hat natürlich ein bisschen wehgetan. Das heißt nicht schlechte Geschäftsschlampe, sondern es heißt, dass ich jetzt die Bitch vom Shitshop bin, quasi. Sorry, also benutzt hier Ausdrücke. Das würde zum Beispiel der jetzt kommt niemals tun. Ludwig! Bitte komm mal her, wir brauchen dich. Ey, das ist das, gut weg. Das geht hier irgendwie zu weit. Hey. Hallo. Warum bist du da? Ich bin da, weil wir spielen jetzt wieder ein Spiel. Trommelwirbel, wir spielen ein... Spiel! Jawohl. Genau. Und ihr wisst noch nicht, was wir spielen. Wir spielen Maxle, Meier oder Maxchen. Meier. Landwut. Und wer Meier oder wer sich das nochmal ganz genau angucken will, wie das geht, der kann sich das hier angucken. Da erkläre ich das. Und ihr stellt euch jetzt mal auf an diesem wunderbaren Tisch. Einfach mal ran. Also, wir haben schon mal. Würfel. Das ist zum Nachspülen. Ich erkläre nochmal ganz kurz. Kein Product Placement übrigens. Hä? Also, er versteht das nicht. Ja, du verstehst das nicht. Du kannst nicht hereinkommen und sagen, wir spielen ein Spiel und du verstehst es nicht. Ja gut, ich erkläre das kurz, wir spielen Maxle. Da, oder Meier oder Maxchen und ihr würfelt nacheinander und Jonas fängt an und würfelt und sagt, was er für eine Zahl hat, gibt dann weiter, du kannst ihm das glauben oder nicht glauben. Das höchste ist 64. Was? Nee. Das höchste ist ein Sechserpasch. 65, Alter. 65. Ist ein Sechserpasch. Sind ja zwei Würfel. Pasch, 65, ja. Das höchste ist 65. Nee, 66. Danach, was er sagen kann, danach kommen nämlich die Paschs, dann sagt er Sechserpasch. Oder... Okay, Ludwig, ich hab's noch nicht verstanden. Sehr gut, ihr habt es ein bisschen verstanden. Ja, und also immer ich derjenige... Ich mag Spiele erklären gar nicht. Was ist damit? Derjenige, der falsch lag, sozusagen der Verlierer, muss immer eine Zahl sagen in diesem schönen Kreis von Schatz. Und sagt dann, ja, ich nehme jetzt beispielsweise die 5. Okay. Und dann trinkt man die 5 aus. Und dann ist es wahrscheinlich ein Tonic-Wasser oder ein Sprudelwasser. Oder Sprite. Destilliertes Wasser. Oder okay. Orangensaft in Ich glaube, wir spielen einfach mal. Wir spielen einfach. Genau, Wetteinsatz. Wir haben Wetteinsatz. Ja, also wir haben uns was für dich überlegt, was wir machen für dich, wenn wir verlieren. Ja? Ja. Dann werden wir... Ach, ihr spielt zusammen in einem Team? Wir spielen, wir spielen zu dritt gegeneinander, aber wenn einer von uns verliert, dann werden wir einen Tag deine persönlichen Honks sein und dich überall hinfahren, wo du willst. Bodyguard,
einkaufen gehen, dich bekochen, alles. Da hat er zwar genug schon von, aber dann sind es wir. Hast du mal zwei adäquate Jungs, die halt und jetzt was drauf haben. Auch noch. Wir zahlen alles. Wir zahlen alles und wenn du verlierst, haben wir uns auch was Lustiges überlegt, dann musst du für uns entweder deinen Vater oder deinen Bruder anrufen und denjenigen überreden, hier in diese Sendung zu kommen. Und zwar on camera. Ja, aber das wird echt krass schwierig. Ja, aber das können wir ja probieren. Ja, aber du kannst ja jetzt erstmal gewinnen. Ja. So, dann musst du das eh gar nicht machen. Genau. Geht's los oder was? Ja, Jonas, fang mal an. Jonas fängt an. Okay. Und wenn einer von uns trinkt, musst du auch trinken, gell? Ja, Ludwig nimmt immer einen Schluck Mexikaner. Ja, genau. Immer so, damit du auch so. Mexikaner bist. 63. Oh. Oh, 63. Er glaubt's schon mal? Ja. Hm. 64. 64, glaube ich nicht. Ja. Ja, jetzt musst du trinken. Sag eine Zahl. 30. Die gibt's nicht. Bis 15. So. Bis 15. 1 bis 15. Nimm ich die 5. Wo sind die? Okay. Okay. Hast du doch gerade mal gezeigt. Jetzt. Und wir wissen nicht. Jetzt gucken wir, was da drin ist. Das sieht aus wie Spreit, finde ich. Das ist ganz nicht. Easy. So. Ja, sieht und schmeck mal. Mal gucken, was da drin austrinken, ne? Nee, die ist weg. Boah, Glück gehabt. Ja? Ja? Okay, du bist dran. Fang an. Ach, das ist verspreit. Ja. So. Sei ruhig ehrlich. Okay. hallo? Schiri? Nee, das ist 46. 46, das nee, gibt's nicht. Nein, 64. Nein, 53. Wer war denn jetzt? Nee, 53. 53? Ah, musst du glauben, ne? 54. Schwer. War wirklich 54? Wer weiß? Er ist so schlecht, Alter. Oh, das geht nicht. Die lagen übereinander. Stacking. Ach so, ja. Stacking. Maya. Ja, das musst du offen zeigen. Maya, das haben wir vor. Das hat Ludwig gedacht. Aber ich hab's so verstanden. Ja, okay, ich hatte nicht Maya. Das ist aber nicht Maya. Ja, eben. Also, ich wollte so bluffen. Aber dann bluff kein Maya. Sag ja, scheiße, okay, dann muss ich jetzt trinken. Ich nehme die 12. Voll auf die 12. Komm hier. Du nimmst die 12. Also. Oh! Die 12 ist ein Special-Getränk. Ja, was, wie heißt das? Da brauchst du noch Salz und, und Pfeffer. Und Frankfurter Tequila. Frankfurter Tequila, Alter, ich weiß schon. Oder auch Suicide Tequila. Ja, dann hier ist schon. Hier hast du den Zitronensaft. Was ist das denn? Nein, Theo, das ist doch, ich weiß, wo das ist. Du musst wirklich abbeißen. Du kannst es nicht. Nee, das ist wirklich für Puppen. Aber Suicide Tequila geht. Okay, ich mach das. Ich krieg das hin, pass auf. Ganze Salz auch, wenn du willst. Das ganze Salz. Wenn du willst halt. Okay, für die Leute, die das nicht kennen, ja, Frankfurter Tequila wurde uns mal beigebracht, als wir ein Konzert in Frankfurt hatten. Da meinte der Jung, Frankfurter Tequila, das müsst ihr trinken, ja? Und das geht so: Salz in die Nase. Tequila trinken und Zitrone ins Auge. Ich zeig euch mal ganz kurz, wie das geht, ja? Achtung! Okay, weiter! Okay, weiter geht's! Jonas, du bist dran! Kannst du jetzt überhaupt noch die Zahl sehen? Oder soll Ludwig kommen? Ludwig spielt meine Runde für dich. Okay. Komm, du. Hier hast du ein Handtuch. Kannst du noch oder soll Ludwig das Schlimme spielen? Daran ist nicht die Zitrone, das ist nämlich nach einer Minute wieder weg, das Salz, das hat man morgen noch was von. Nee, das ist lustig an der Sache, jetzt geht's weiter. Ja. Okay, aber müssen wir die, trinken wir die alle weg? Ja, ja. 15 Runden, so. Gute geht Laune. Maya. Ja. Trinken, Jungs, okay. Sucht euch mal Zahlen. 7. Theo nimmt die Nummer 7. Ich nehme die nebenan. Die 8 oder die 14? Lass es selber aussuchen. Die Mitte. Ich muss mir die Nase ausputzen. Abputzen. Ach komm, mach mal, sei mal nicht so eine Memme. Ja, viele haben wir früher 10 am Abend getrunken. So, Prost. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, Halleluja. Prosit! Oh, langweilig. Spreit schon wieder, oder was? Keine Ahnung. Ey, da ist da ein Tequila dabei, ja, und den nehmen. Alter. Boah. Okay, wer ist dran? Ich schon wieder. Ich schon wieder. 51. War er ernsthaft? Ja.
Du drehst, du lügst doch, Alter. Ich sehe doch, dass du lügst. Du hast schon geschüttelt. Kannst du jetzt nicht mehr nach... Ups, 63. 63? Boah, nicht nachmachen, ey. Ah, fuck, ja. Er hat sogar recht. Ja. Theo, du musst trinken. 10. Oder nee, 11. Oder nee, 1. 1. Ich komm nicht klar. Vielleicht noch 3. Number 1. Ah. Theo, du kriegst heute die harten. Ja? Oh. Schon wieder Spreit oder was? Wasser war das, glaube ich. Ich kenne das nicht. Mir wird heiß. Ach ja, krass, ich habe ja noch ein Mikro drin. Was hast du? 42. Hast du wieder gelogen oder was? Habe ich nicht. Okay. Oh, Alter, seht ihr das hier? Alter, das sind Tränen der Trauer, weil ich gerade Tequila trinken musste. 65 hier. Wilson. Ja, warte doch mal kurz. Was machst du denn da? Alter, machst du Stress. Bei YouTube haben wir ja Zeit. Erstmal eine Stunde rumheulen und dann Druck machen. 63. Ja, ist niedriger als 65. So. Ja, musst du leider trinken. Trinken! Du weißt ja gar nicht, was drin ist. Doch, 63, ich hab's ja gesehen. Du bist erstmal deine Zahl. Meine Zahl ist gar nicht dabei. Dann sag eine von denen, die da ist. Okay, ich nehm die 6. Du nimmst die Nummer 6. Charlottenburger. Ja. Ich habe ein Kabel zwischen den Beinen. Ich auch. Kabelsalat. Ja. Ja. Guten Appetit. Sieht doch wieder aus wie Wasser, ey. Das ist, Prost. Ey. Ah. Haust du rein? Ich weiß ich doch gar nicht. Oh, meine Nase tut mir weh. Hör mal auf rumzuheulen. Es ist echt schlimm. Also nur am Meckern. So, boah. War doch keine Sprite. Du bist dran mit Würfeln. Ja, ich weiß. Warte mal. So. Was ist das für eine Zahl? Okay, 55. Also 5er Pasche? Ja. Wie soll ich das denn überbieten? 6er Pasche oder Meier? Ja, ich weiß schon, aber das ist ja nicht gerade so wahrscheinlich. Oh, kann er da wegstellen hier. Ha, 6er Pasche. Ja, nächster Sechserpasch, Theo. 3. So wie die Teile der Sendung mal waren, bevor wir abgestimmt haben. Oh, ey, das, ich soll Moment mal, wir haben hier was stimmt, vergessen. Ja, Ludwig. Du musst 6-mal nachtrinken. Nee, warte mal. Wie viel hat und? Wasser oder Spreit? 2 oder 3. Ich glaube Korn. Du musst 10-mal schlucken. Tequila. Mach, komm, schnell. Wir müssen ja zur Rande kommen. Das ist eine Live-Sendung. Wir sind Kaugummis unterm Tisch. Nee. Alter. Ist ja widerlich. Ich werde hier darunter geklebt. Geht gut ab? Ui. So, dann geht's weiter. Ich bin schon wieder dran. Oh Gott, oh Gott. Nee, ich muss noch mal. Eigentlich können wir stehen. Mach das. Klar. 43. Das kannst du ja wohl überbieten, Jonas. Einserpasch. Ja. Es ist drunter, unterm Einserpasch. Echt? Ja, Pasch ist doch mehr als links. Wer ist bloß zu trinken? Hier? Ja. Das ist der Ludwig. Das ist nicht schlimm. Ja, weil du hast jetzt noch 15, 10, 11, 4, 9, 2, 13, 8 zur Auswahl. Bedien dich. Einmal alles zum Mitnehmen. Das ist schwierige Entscheidung. To go. Ich nehme die 10. Warte, das liegt hier so übereinander, das ist gefährlich. Das ist die 11, die 10 habe ich gesagt. Ja, ja. Happy 10. Aber Ludwig, du bist auch gefährlich. Das haben wir mit sie. Was ist da los? Warte, ich trinke auch mit. Ja. So. Ja, dann aus dir rein. Prost. Prost. Schon wieder Spreit? Ihr habt gar kein Wasser da versteckt. Es geht ja auch nicht darum, das Wasser zu finden. Es geht ja nur darum, die höchste Zahl zu würfeln. Es geht ums Würfeln. Du bist noch mal dran. Die große Kunst des Würfelns. Ich bin jetzt schon so gespannt, wer gewonnen hat. Erzählt einer mit? Erzählt einer mit? Sag mal mit, an. 64. Ja, glaube ich dir. Schlampe. Ja. Nee, du warst die Schlampe. Ah, ja, stimmt. Ja. Erst ist toll. Du bist toll. Dreierpasch. Dreierpasch. Ah, muss der Theo wieder ich würfel so niedrig. Elbe. Rüwe. 11. Aber ihr würfelt auch so falsch, weil ihr unbedingt trinken wollt, ne? Das merke ich schon. Theo, Prost. Ja, wohl.
Tomatensaft, lecker, wie im Flugzeug, ja. Okay, nächste Runde. 10.000 Meter über der Erde. Ich mach mal hier die Lümmel halt. 64. So steht man als richtiger Barbesucher an der Bar. Bar Junkie. Wir haben Karneval, ne? Hast du vergessen. Aber du hast ja gesagt, du bist doch was hast du gesagt? Bar. 64. Ich bin nicht in der Bar. 64, okay. Glaube ich mal. Doch, aber das Zeug brennt im Hals, ey, auf Dauer. Du bist Vierer Pasch. Sag mal still. Vierer Pasch. Vierer Pasch. Bedenkt, du kannst das nur mit Fünfer Pasch oder Sechser Pasch oder Meier Hauptsache Pasch. Übertünchen. Der glaubt mir das immer, ne? Ja, der glaubt alles, was du machst. Vierer Pasch hatte ich aber wirklich. Nee, aber ich habe einen Fünfer. Ein Fünfer. Ja, los, jetzt musst du wieder einen Vierer zum Beispiel kannst du haben. 15, 4, 9, 2, 13, 8. 4. Hätte ich auch genommen. Gell? Jetzt kam es gerade nochmal hoch. Leberwurstsaus. Ludwig. Stoß mal richtig an, Jungs. Halleluja. Das heißt Leben nachher. Friede sei mit euch. Morphium macht das Eishockey. Boah, endlich Wasser. Endlich. Okay, Wilson, du bist wieder dran. Na, komm hier, noch. Noch Kamelle. Noch Kamelle, fünfmal. Du bist dran. Jetzt geht's langsam wieder. Ja, was? 45. 54. Schön. Ja. 64. Habe ich geglaubt jetzt mal, ne? Ich wusste, dass ich mich stelle, aber... Es kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit nur so... Dreierpasch. Jo, holst du dir? Glaubt ihr nicht mal alles? Soll ich jetzt noch mal schütteln? Ja, glaub, vielleicht lügt er die ganze Zeit. Er lügt sowieso, Alter. Ja, dann deck das doch auf, deck die Lüge doch auf! Jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du schütteln. Was hast du gesagt? 63. 63, jetzt musst du mehr schneiden. Dreierpasch. Ich bin ja auch Schiedsrichter irgendwo. Ja. Soll ich jetzt lügen oder ehrlich sein? Sag die Wahrheit und trink, genau. 45. Okay, das lag so, ja, 42. Er musste leider noch einen trinken. Such dir einen aus. Eine Zahl. Ludwig soll aussuchen, nicht ich. Ja, such mal aus. Wir nehmen die. Nehmen wir die 2. Okay. Okay. Das ist Fischsoße. Nein. Prost, ja, los! Komm. Spiritus. Nein. Prösterchen. Ludwig. Ne? Prost. Weg damit. Hm? I, Theo, nein. So, du bist schon wieder dran, ne? Okay. Das war Spreit, ne? Ja, das war Spreit, scheiße. Mann, der hat echt Glück, ey. Hat der ein Glück. 55. Also Fünferpasch, ja? Ja, Fünferpasch. Also ja, nennt man das dann Pasch? Wenn ja, ja, wenn, man, ja, wenn das die gleichen Dinger sind, dann ist Pasch. Ja, wieso? Pasch. Ja, Sechserpasch. Theo, viel Spaß. Ich Zutat. Nehme die Nummer. Nee, Ludwig muss sie geben. Ja, der steht da so abwesend. Ich glaub, der hat schon okay, bist du dabei, Ludwig? Nee, Ludwig darf ab jetzt auch nicht mehr. Der muss mal eine Pause machen. Nee, ist Ludwig. Gleich, der kippt gleich um. Das geht nicht. Ja, das geht also, Ludwig, nicht. Warte, du bist auch 18. Er ist doch immer schuld, wenn er Nachbar ist und immer hier reinlaufen hier, muss. Hier, Schlückchen Bier. Schlückchen muss reichen. Weißt du? Ich hab Durst. Ich komm mal ja, rein. Aber wir haben ja auch die Verantwortung für ihn. Weißt du? Der darf uns ja nicht abscheißen. Ich muss ja die Treppe noch hochkommen. Wir machen diese unverantwortlichen Sachen nur mit uns und unseren Gästen. Ludwig, ja, aber ich meine, das Gute ist, der muss ja nur nach oben. Das können wir ihn auch tragen zur Not. Also, alles gut. Ne, und wir haben Ärzte hier und sowas, ne? Die Ärzte? Ja, die Ärzte kommen auch. Rodrigo. Ist es nicht eine Band? Was hast du? Ja, Doktoren. 53. Ja, das muss ich leider glauben. Lügst. 54. Boah, was für eine Lüge. Boah, diese Lüge würde ich aufdecken. Nein. Mach's nicht. Ja, so, jetzt, ich kann auch oft. Ja, das mach ich doch die ganze Zeit bei dir. Mach, spiel weiter. Ja, ich war leider besser. 55. Schon wieder Fünferpasch, hä? Ja, Jungens. Was denn? Ja, wenn du 55 hast, ist ein Pasch. Ja, aber es liegt auch nur daran, dass du deine Wikipedia-Seiten nicht vorgelesen hast. Zeig mal bitte, ja? Zeig das mal in die Kamera, wie du dich vorbereitet hast, Ludwig. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet. Ludwigs, du hast was ausgedruckt. Ludwigs Wikipedia-Art zu erzählen ohne die ich habe mir das hier alles ausgedruckt. Und unverständlich. Und zack, hier ganz viele Sachen. Aber ihr spielt mal weiter. Wer ist dran? Wilson ist dran, aber Wilson muss erstmal trinken. Ja, stimmt. Wilson. 8, 13, 9.
Ach, bald ist ja schon Schluss. Ja. Mann. Lahn. Leider. Die sind alle schon Barack Obama. Digga, Lahn. Gleich ist Schluss, Alter. 8, 9, 13? 13. Vielleicht habe ich Glück. Die Wilde. Hast du gesehen? Da ist ja Kohlensäure drin. Das weiß man ja gar nicht. Das ist Spreit. Das ist Kohlensäure. Ich sag, das ist Spreit. Haust dir rein. Ich trinke Bier. Ja. Nee. Los. Wir dürfen nicht. Ich habe die Verantwortung. Er darf nicht. Verboten. Also er ist ja 19, ne? Ja, weißt du, das ist... Ja, 19 ist das neue 16. Also wo wir früher noch, ne? Okay, gut. So. Dann bist du wieder dran. Noch zwei Runden. Es wird spannend. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich weiß schon, wer gewonnen hat. Wow, ich war jetzt knapp irgendwie. Ne? Was? 62. 62? Ja, da glaube ich dir mal. Muss er glauben, muss er glauben. Ich muss dir auch mal irgendwas glauben, ne? Also, ich kann ja irgendwas nur... musst du mir ja abnehmen. Ja. 63. Ne, war, Alter, 52. Warum sage ich nicht 65? Aber das will ich mal viel zeigen. Ich hab 20. Warte mal, ich hab Jonas, berate mich mal. 8 oder 9? 8 oder 9? 8, das ist die Unendlichkeit. Die 8 ist die Unendlichkeit, stimmt, deswegen ist meine Aufgabe. Entschuldigung, Ludwig. Ich finde dich irgendwie nicht witzig genug, Ludwig, heute. Kannst du das bitte mal aufsetzen? Okay, warte. Nee, warte, falsche Perücke. Wo sind die? Erstmal trinken, Theo. Erstmal trinken, okay. Ja. Der Ludwig bereitet das in der Wein vor. Nee, Ludwig, die setze ich nicht auf, nein! Da wird er wieder gequält! Da ist er wieder, der Kleine! Nee, ja, die hatte ich gerade noch an meinen Eiern, Ludwig! Little Red Bull! Großartig, letzte Runde! Wollen wir, ich stehe mehr auf Rot. Theo, du bist dran, letzte Runde. Oh, ja, okay. Los. Boah. Hier an unserem Stehtisch. Das ist wie auf einem Volksfest, ne? 41. Jo, das glaube ich dir. Warum auch nicht? Aufs Wort. Auf die Zahl. 64. Tom Bruce. Gelogen. Okay, ich würde sagen, das hier, ja? Du darfst natürlich servieren, ist dein letzter. Aber. Dein letzter Einsatz, glaube, bei dem Spiel. Ist ein guter? Ist bestimmt, glaube, ein guter. Oder? Ja. Ist bestimmt ein guter. Ludwig? Prost. Guter Spreit. Du schaffst ihn alleine. Nee. Letzte Runde. Komm, ich mach mit. Hier, gib mir mal das Scheißding. Letzte Runde trinke ich mit dir einen mit. Los jetzt. Okay, aber nur ausnahmsweise, Ludwig. Ich nehme den Sound auf davon, ja? Ja. Ach, ein Hund? Ja. Oder falsch rum, warte so. Okay, ja? Achtung, Leute, ja? Bevor wir jetzt zu der Auflösung dieses ganzen Spiels kommen, werden wir uns noch etwas anderes angucken. Und zwar, Theo und ich, ja, wir stehen ja auf Entspannung, deswegen waren wir mal wieder in Berlin unterwegs und haben mit diesem Gerät geangelt. Onkel Bernie angelt. Bitteschön. Onkel Bernie. Fernsehen macht blöd. Geiler Sound. Berlin macht einen guten Sound, ne, Theo? Ja. Ich glaube, da gibt es noch mehr demnächst, oder? Ja, ihr könnt natürlich schreiben, wenn wir das nochmal tun sollen, zum Beispiel in eurem Dorf, zum Beispiel, wo ihr herkommt. Ihr findet euch schon ziemlich geil, ne? Aber wir finden dich und Ludwig noch viel besser. Und jetzt, ja, kommt es zur Auflösung des Spiels. Ludwig, bitte präsentieren Sie das Ergebnis. Haben Sie nicht so Podeste? Brauchen wir so ein Podest, so erster, dritter Platz? Das Ergebnis, das Ergebnis ist, ich kann es leider nicht ganz genau sagen, das Ergebnis ist auf jeden Fall... Sag einfach ungenau. 8 für Wilson. Ja, okay, und 8 für das Wilson? Das Ding ist, 15 Getränke lagen auf dem Tisch, genau wie hier. Damit ist 8 schon über die Hälfte. 8 ist über die Hälfte. Wilson, du hast leider verloren. Herzlichen Glückwunsch, du hast verloren. Gute alte Festnetz. Ich wähle die Nummer, warte. Vor allem das Geile ist, ich habe ja von Jimmy
Sag. Das Bild ist ja, das Bild ist und zeig das mal in die Kamera. Musst du machen. Ja, aber geiler ist noch, dass ich in diesem Moment diese... das Ding da reingeworfen hast, ja? Was ist denn da passiert? Okay, sag mal die du Nummer. Du sollst die Nummer aufschreiben, nicht das Bild. 0170. Ja, warte, das dürfen wir nicht sagen. Sonst ja, aber gleich alle an. Mal weg. Piep, warte. Nein, zurück, zurück. Warte. Mann, der ist unter Favoriten, lustigerweise. Ach echt? Das gibt's ja gar nicht. Da, bei Jimmy. Ich sehe ihn. Das benutzt nicht Jimmy jemand. iPhone. Voll gut, dass ich auf dem ersten Platz bin bei meinen Favoriten, ich selber. Rufen wir okay, mal Achtung. Beste Homie. Und Lautsprecher. Jetzt geht's los, ne? Du hast ja schon mal damit telefoniert, Jonas. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt kommen wir zum Mats. Okay, hier. Jetzt ist es richtig laut. Wesen ruft an. Ja. Hallo? Ja. Ich bin's, dein Bruder Schwert. Wie heißt es? Bruderherz. Bruderherz. Hallo? Nee, hier ist, kommt der Sound. Jimmy? Ja. Okay, wir sind jetzt live in einer YouTube-Sendung, Onkel Bernies Butze. Und ich muss dich jetzt überreden, dass du demnächst als Gast kommst. So wie ja, dann versuch mal mich zu überreden. Kommst du? Sag wie geil das, sag wie geil. Ey, das war total. Du rauchst und säufst die ganze Zeit, alles großartig. Ey, hör mal zu. Also hier ist ein Typ, der ist der Nachbarsjunge und der verteilt Getränke und hat, trägt eine Perücke mit Scham. Nee. Pumuckl. Ja. Nee, weil die Perücke war vorher bei den Schamhaaren. Ah, nee, das war. Shayham. Shayham. Das ist auch verstehe. Bist du in Berlin? Ja, ich bin heute angekommen. Ja, dann komm mal her. Aber nicht jetzt, der, soll nicht, der nicht muss jetzt bald in unsere also, Sendung kommen. Achso, du musst bald kommen, nicht jetzt. Hast du Glück gehabt. Soll ich, ja, jetzt will ich eh nicht kommen, ich bin ein bisschen krank. Soll ich das mal übernehmen vielleicht? Ja, 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 warte mal kurz, warte mal. Hallo Jimmy, ich bin Jonas Mann, ich bin hier einer der Moderatoren, ja? Und ja? Dein Bruder hat gerade eine Wette verloren und er muss dich quasi dazu überreden, dass du in unsere Sendung kommst, damit er hier mit heilen Extremitäten rausgeht. Würdest du vielleicht auch mal in unsere Sendung kommen und dich hier präsentieren? No was homo. Passiert, wenn ich Nein sage? Was passiert denn damit? Ja, dann muss er noch mehr Menschen anrufen und die versuchen zu überreden. Aber es ist eine coole Sendung und du würdest auch gut reinpassen. Also sag einfach ja. No homo. Ja, ich bin safe dabei. No homo. Yeah! Geil, also feiert schön, ja? Dann wir rufen dich an oder wir kontaktieren dein Management. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Jimmy, tschüss. Ciao, Jimmy. Ich rufe dich gleich nochmal an, wenn ich hier raus bin. Nein, schlabbern, endlich. Schlabbern. Jawohl, erfüllt. Geil. Ja, der Jimmy ist auch dabei. Also, bald gibt es dann Jimmy Blue Ochsenknecht bei uns in aber der Sendung. Aber jetzt verstehe ich auch die ganze Aktion. Ihr habt gar keine Gäste mehr, die kommen sollen, ne? Genau, deswegen haben wir dich eingeladen. Das machen wir jetzt immer, wenn wir keinen Gast haben, laden wir dich an und du lädst uns dann die Gäste ein. Ja. Nee, aber jetzt ja, wird es Zeit für Leute, die sind noch nicht so quasi so gut mit Kameras vertraut wie wir. Das ist noch witzig. Ja, die sind noch, wir haben versucht, denen ein bisschen was beizubringen, was Humor angeht. Hier ist der Lieblingswitz der Woche von unserem Lieblingsfreund von YTT! Ja, dann erzähle ich mal wieder einen von unseren Witzen. Also, was ist mutig? Mutig ist also, wenn ein Mann jetzt mit einem Ständer gegen eine Wand rennt, dann ist das mutig. Und was ist peinlich? Und peinlich ist, wenn der Mann mit der Nase dann zuerst ankommt. Ja Mensch, die Jungs werden immer witziger, oder? Ja, die haben es richtig drauf mittlerweile. Der Phil war ein bisschen nervös, man hat es gesehen, der hat so die ganze Zeit auf dem Aber war schön. Und damit sind wir schon mittendrin im Sendungsfazit. Also, YTT hat uns einen Witz erzählt, das war gut. Aisha Pervers hat sowas von Möpse gestreichelt. Möpse gestreichelt, unglaublich. Epic German Mealtime, happy, happy Riesenburger. Lecker. Lecker, oder? Lecker. Lecker. Schlammern. Und Ludwig war da. Ludwig war da. Was sagst du zu Ludwig? Wo ist denn Ludwig? Ach, der. Ja, ich habe mir die Haare ganz gar nicht erkannt. Was sagst du zu Ludwig? Sag mal was zu Ludwig. Hat er es gut gemacht? Ist er Ludwig ist super. Ich werde ihn öfters bekifft in irgendwelche Pressekonferenzen. You're as cold as ice, my love. You're as cold as ice. Ich habe eine kleine Tür und ich bin stolz darauf.
Jetzt wird es theoretisch mal wieder Zeit. Ludwig, kannst du das Bett vielleicht Ludwig, klapp schon mal das Bett aus. Wir legen uns jetzt hin. Ich dachte, ich muss auch blasen. Nee, du musst gar nicht blasen. Doch, du kannst im Bett jetzt ein bisschen blasen. Das war eine Competition. Ludwig, ich komme. Nee, pass auf. Ich sag's einfach in die Kamera, ja? Leute, jetzt kommt wieder der Typ, der mich schneller zum Einschlafen bringt, als alles andere, was ich in dieser Sendung schon gesagt habe, was mich schneller zum Einschlafen bringt. Nämlich, hier ist Theo Rio. Ja? Ich sag nur, eine Fluppe, ein Glas voller irgendwas. 10 Bilder aus dem Internet und eine gute Nachtgeschichte. Jonas, ich weiß nicht, was passiert ist, aber diesmal ist es ein Glas voller Zigarette. Hier ist das Glas so. Ludwig. Ein bisschen mehr wenigstens, komm, ein bisschen mehr. Okay, erzähl deine Geschichte, Theo. Ja. Ludwig, Wilson und ich gehen jetzt ins Bett, legen uns hin und halten die Schnauze, denn hier ist theoretisch mit Theo Rio. Wilson, komm schnell. Hey! Okay. Ja. Was heißt das? Zudecken. Ach ja. Ist eigentlich gar keine Matratze, gell? Das ist der Das ist eine Oma hier. Das war der Zudeck-Jingle. Ey, wir müssen schon die, unsere Füße zeigen. Und jetzt müssen wir Schnauze halten. Unsere Füße zeigen. Ja. So, seid ihr gemütlich? Ja. 3, 2, 1. Guten also, Tag. Jetzt noch nicht, ne? Pusten. Also, puh, ich muss mal ganz kurz durchatmen. Und zurücklehnen. Wieso? Ich weiß nicht. Weil, weil Ludwig so eine Perücke auf hat. Was war denn, ich fange einfach mal an, ja? Ja. Was war denn heute in den Gläsern drinne? Man sieht fast doppelt, alter Finne. Ich tu jetzt hier so Büttenreden, da muss ich blau sein, damit ich real bin. Hab ich mal gehört. Denn alle Jecken haben längst 10 Promille. Egal ob 4 oder 40, alle Knülle. Ich muss mal kurz räuspern, es gehört auch beim Büttenreden dazu. Warum tun eigentlich so viele Promis saufen? Tja, wer will schon nüchtern seinen Arsch verkaufen? Doch Alkohol ist nicht die Lösung. Da gibt's nur Empörung und keine Krönung. Die Krönung wird allerdings sein, dass wir nächste Woche den freshen Torge zu Gast haben und freshe 10 Menschen von euch. Denn ihr, wie ich schon mal erwähnt habe, 3 können dabei sein, indem ihr einen geilen Kommentar hinterlasst, warum genau ihr mit uns hier im Bett Sex habt. Nein, kein Sex, sondern einfach Händchen halten, ne? Wie man das so macht. Und genau das tue ich jetzt auch. Ich glaube, es ist noch ein Platz neben meinem Schwippschwager Jonas. Ja, komm ran. Der hat lange Haare, hier zumindest fehlt noch, hier unten. Hier fehlt noch einer im Bett. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, denn wir sind da. Ja, und jetzt Kinder, ne? Ihr wisst ja. Abschalten. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Wilson Gonzales war da. Und hier sitzt er immer noch. Und wenn ihr jetzt da lang klickt, da lang, dann kommt ihr zur letzten Folge Onkel Bernies Putze mit MC Fiddy. Und wenn ihr da lang klickt, dann geht's zum unglaublichen witzigen Witz von Beyoncé. Richtig. Und hier oben, fast da. Ja? Hier oben könnt ihr abonnieren und das solltet ihr auch tun, weil dann verpasst ihr keine verdammte Folge von Onkel Bernies Butze. Lass nochmal singen kurz. Ja. Wilson.